Kot im Deckel. Iii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 
Ich habe mich zur Arbeit geschleppt, ich habe mich da irgendwie durchgekämpft, das ging auch. Aber Manuel hing da, da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, nee, wie soll das denn jetzt weitergehen? Ne? Männergrippe. Ja. Aber das war schon wirklich... Ich hatte schon Schlachter angerufen. Das war schon wirklich hart. Er war teilweise so heiß, da habe ich gedacht, der Kopf platzt ihm. Ne? Obwohl, das passiert manchmal bei der Arbeit auch, ne? Dafür muss man keine Grippe haben. Ja, viel Spaß heute bei dieser Sendung, ne? Versuche mich aufs Autofahren zu konzentrieren. Ja, ich muss jetzt nämlich noch schnell... 2 Wochen kein Auto mehr gefahren. Hast du gesehen, da saß ein Bus hier im Bau. Du musst zur Nachschulung, ne? Ja, ich muss zur Nachschulung. Jasses. So, ich muss jetzt noch Farm Heroes spielen. Mein tägliches Morgenritual. Du schreib. Oh, bist du gemein. Schreib ihm auf. Für morgen Farbe für die Haare. Kannst du das ihm aufschreiben? Welche Farbe muss es denn sein? Es ist egal, da gucken wir eben. Farbe, Foundation. Foundation habe ich schon. Dann schreibt noch mit auf hier Wattestäbchen. Douglas. Bronzer. Douglas? Ja, Bronzer. Terra del Sol. Nummer 3. Danke, meine liebe Sekretärin. Ne? Sie tut alles für mich. Denn sie ist mein. Denn sie ist mein. Ja, dein Bimbo bin ich. Wie heißt das? Terra de Sol? Terra de Sol. Neues Wort? D-E-L? Ich hab schon. Hast du es? Mhm. Gut. De Sol. Der ist mir nämlich runtergefallen. Dann wollen wir noch hin zu Taco morgen. Mhm. Und Kick? Mhm. Ja. Das war's erstmal, ne? Da sind wir uns Nachmittag beschäftigt. Mhm. Aber erstmal essen, ne? Erstmal essen. Genau. Essen, Kaffee, Kuchen. Jetzt haben wir auch Pause. Und dann kommt der Höhepunkt. Nicht, dass ihr denkt, wir filmen hier jetzt bei der Arbeit, wir haben Pause, ne? Genau. Wenn Multi, dann Multi, ne? Die Stimmung ist gerade so ein bisschen auf dem Tiefpunkt. Wieso? Warum macht ihr denn schon? Ja, weil wir gerade über Roy Black geredet haben. Wie kann man sich denn da so doof hinstellen? Du... Über Roy Black. Ja. Ne, Mama? Ja. Das war so. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. Und das war so ein hübscher Mann und dass der so früh gehen musste. Ja. Wusstest du, dass das ein Fan von ihm praktisch auch seine Frau geworden ist? Wusstest du nicht? Wo wusste Frau Douglas das denn schon wieder her? Aus welcher Klatsche? Sie war live dabei. Ja, ich habe das live gesehen. Ein Konzert von ihm und da habe ich gesehen, wie sie ihm Blumen überreicht hat. So, so. Und wie dann anschließend, etwas daraus geworden ist. Mhm. Ja, und der heißt ja auch nicht Roy Black, sondern Gerhard Höllerich. Gerhard Höllerich, ja, das wusste ich. Ja. Höllerich. So, Höllerich. Doch, Höllerich. Höllerich. Ja. So ein hübscher Mann, ne? Ja, die Tochter auch, ne? Die Tochter. Das ist so ungerecht. Nie kennengelernt, ne? Nee. Das ist so ungerecht, dass so einige Leute so früh gehen müssen, ne? Naja, das ist nun mal so, ne? Ja, und da haben wir uns gerade noch so ein Lied angehört. Und das passte auch noch so, ne? Das hat er auch noch mal gesungen. Das war ja auch direkt. Ja, das war kurz vor seinem Tod. Das hat er noch mal gesungen. Wenn ich im Himmel bin und dich so sehr vermisse oder irgendwie sowas, dann komme ich einfach wieder. Oh. Ja. Ha, kann ich nicht gut haben. Natalie und Carmen, ne? Ja. Ja, es nützt ja nun mal alles nichts, ne? Das ist einfach so. Manche leben 100 Jahre und manche leben nur... Wie alt war der? 48. 48. Ja, nun wollen wir aber mal das Thema wechseln, ne? Ja. Was haben wir sonst noch? Was es gibt's? Kommt Sonne durch. Ja. Wird auch Zeit. Mhm, das sehe ich genauso. Rechts von links. Aber uns ist schon den ganzen Vormittag so kalt. Wir saßen schon die ganze Zeit wieder mit Wärmflasche, ne? Oh, 10 Grad. Es ist aber zweistellig. Es ist wirklich, ja, komisch, ne? Und vor 2 Tagen war das schon, war das so kalt. Obwohl das draußen wärmer ist wie vor ein paar Tagen, noch ist mir trotzdem so kalt. Das sehe ich auch nicht. Oh, das legt sich jetzt. Das ist die ganze Feuchtigkeit, die jetzt in der Luft ist, durch das ganze Angetaue, das geht ruckzuck weg. Guck mal, hier kommt richtig Sonne durch. Mhm. Das war gerade mit dem Gesicht in der Sonne richtig schön warm. Mhm. Wie ist mit dir? Ist gut? Ist wild.
Er ist wild, okay. Wenn er wild ist und wenn er faucht, ja, dann ist wieder alles okay. Ja. Und wenn er singt. Ja. Und pfeift. Singt er ja auch. Und er hat gerade ein Schloss am Wörthersee gesungen, ja, dann ist alles gut. Hält wieder in Ordnung, ne? Mhm. Und er beißt. Auch. Schnappt? Ja. Wenn er so ein bisschen frech wird, ne, dann weiß man auch. Ja. Und gestern saß er oben im Büro und dann hörte ich ihn unten trällern, pfeifen. Mhm. Und das ist schön. Nee, ich glaube, ich habe gestern nicht gefaucht. Er hat nur gepfiffen. Gepfeift hat er auch. Ja, er hat doch gepfeift. Pass auf. Pass auf. Hier ah, das ist, spinnt der oder hier was? Genau, so ein junger Typ, so ein Macho-BMW-Fahrer. Den müssen wir eigentlich warten, ne? Typ. Natürlich muss der ja, warten. Links genau ab. Das ist mir mal passiert. Da ist auch einer so weitergefahren. Und kurz bevor es zum Zusammenschuss gekommen ist, da haben wir beide gebremst. Ich wäre jetzt weitergefahren. Ja, kannst du auch wohl mal an deine Mitfahrer denken. Warum? Ich hätte hier nach vorne knallen können. Ja und? Hier ist kein Airbag. So. Der ist kein Airbag, natürlich ist ein Airbag. Wo? Das ist später. Ja. Später. Wo? Das ist. Der kommt hier raus? Ja, natürlich. Zu mir? Ja. Wo kommt der rein? Wo kommt der rein? Oben rechts kommt der raus. So, bis gleich. Fahrt ein Heckmeck hier schon wieder, ne? Er vom Bäcker. Wir müssen eben was Warmes haben, aber ich kriege ja auch heute Abend nichts anderes mehr. Dann muss ich ja so essen, dass ich heute Abend dann satt bin praktisch, ne? Dass ich heute Abend noch Milchreis esse oder sowas. So ist das. Und jetzt haben wir uns Spaghetti Bolognese bestellt. Manuel hat hier beim Bäcker Pizza und ein Brötchen. Jetzt müssen wir natürlich noch was zu trinken haben. Aber Frau Douglas ist schon am Start und besorgt schon was. Oh no, no. Ich habe noch nicht mal beim Fischladen geguckt, was es da gibt. Nee? Aber Fisch mag ich eigentlich wohl. Du musst nicht auf uns warten, kannst ruhig schon essen. Ja, das ist jetzt Stand der Dinge. Da ist Kot im Deckel. Da muss ich aufpassen. Zeig mal. Mit Kot im Deckel. Mm. Wir machen sowas. Findet der uns hier in der Ecke? Kommt der Spaghetti-Mann jetzt hierher? Ich hab ihr das gesagt, dass der hier kommt. Aber der sollte das aber nicht. Ich möchte das eigentlich nicht, dass er hier, dass er hier ganz rumläuft. Er sagte zu mir, hätte sagen müssen, wir sitzen bei der Hummerbude. Nee, er sagte, sehe ich so alt aus, dass ich nicht so weit laufen kann? Oh. Oder was soll das denn? Mensch. Vielleicht, wenn ich davon nicht satt bin, hole ich mir noch so eine Laugenstange. Aber ich glaube, das sollte wohl passen, ne? Ja. Und du, wenn nicht, dann können wir uns immer noch einen Berliner holen. Soll das nicht schalten? Nee, also zu essen gibt es hier ja genug. Auswahl, ne? Genau. Und was ist, wovon ist das jetzt? Die 9? Er sagte auch was zu trinken. Also nee. Und jetzt sitzen wir hier mit Cola. Och Mann. Was ist denn? Ich muss denen ja hier auch was verdienen lassen. Wir sitzen ja hier. Aber es ist eigentlich egal, wo du sitzt. Scheißegal. Ja. Er hat jetzt vor uns auch, ne? An uns auch. Er weiß ja auch. Guck mal, wir haben uns sonst da auch schon hingesetzt und haben vom Chinesen was gegessen. Ja. Und jetzt sitzen wir halt hier und essen von ihm Spaghetti. Er ist ja auch froh, dass er uns als Kunde hat. Wir sind ja auch ein treuer Kunde, ne? Das ist doch was für mich. Hier. Zur einfachen und intensiven Reinigung der Nase. Gibt's das auch für Hintern? Für was? Für Hintern. Wieso?
Da kann man ich meine, wegen meiner Erkältung. Lassen. Wegen deiner Erkältung. Geh, dann spül dir das doch für die Nase. Was kostet das denn? 5 Euro. Nasenspülset Salz. Inklusive Salz. Ja. 30 Dosierbeutel Nasenspülsalz. Ja. Ist das richtig? Spül dir das mal durch die Nase. Nee, ich lasse das mal. So, haben die meinen Salat noch? Jetzt haben die natürlich nur noch 2 Sorten. Und natürlich den, den ich nicht mag. Thunfisch schon mal gar nicht. Ah, nee. Das mag ich auch nicht. Hm. Krieg ich wieder meinen Salat nicht. Die haben meinen Salat nicht. Nur mit diesen komischen kleinen Körnern. Quinoa. Quinoa. Das mag ich nicht. Ja und? Das mag ich nicht. Dies mag ich nicht, das mag ich nicht. Ja. Ich will aber. Nein, ich will aber Salat. Was soll ich jetzt essen? Quinoa. Eigentlich brauche ich nichts essen. Ich hatte hier heute Mittag Spaghetti. Die haben hier ganz schön viel so an diesen Sondertischen, ne? Oder meine ich das nur? Ja. Das ist bei uns im Dorf nicht so. Ja, wir sind ja auch jetzt hier in der Stadt, ne? In der riesengroßen Stadt. Großen, großen Stadt. Ja, bei uns in unserem kleinen Kuhdorf, da gibt es nur einen Mini-Aldi. Möchtest du auch noch hier zusätzlich 10% Pipi-Körperbutter? Das Pipi, ne? Nee, ich bin dann über... Wie Pipi? Urea. Hä? Pipi. Manuel, willst du mich jetzt schon wieder hier verarschen oder was? Ich mach voller Ernst. Ich bin noch mit meinem Gedanken bei der Nase, bei dem Nasenspülset. Weil man hört, meine Nase ist immer noch ziemlich dicht. Urea ist Pipi. Von wem denn? Von der Kuh oder was? Ich weiß nicht, ob von Mensch oder Tier. Auf jeden Fall ist da Pipi drin. Das ist genau wie Homoplazenta. Kannst du mich noch an die Werbung erinnern, die es früher mal gab? Homoplazenta, so eine Salbe für Frauen ab 40. Nee. Musst du deine Mutter mal nachfragen? Weiß ich nicht. Homoplazenta, das war so ein goldenes Ding, hat 60 Euro gekostet, eine kleine Dose. Weißt du, was da drin war? Gebärmutter. Ah, ah. Gebärmutter. Homoplazenta, menschliche Plazenta. Ja, was sollte das dann? Schmierst du ins Gesicht und dann wirst du plazentig. Genau wie da, machst du die Pipi ins Gesicht. Für schönere Haut, oder für was? Für schönere Haut. Nee, sag ihm ehrlich jetzt. Oh, ich will Hot Wheels. Du, Manuel, was wolltest du heute Abend? Willst du die Schnitzel noch essen von gestern? Ja. Hier ist die Reste von gestern. Nee, das brauche ich auch für dich. Wenn ich im Bett liege, dass ich dich dann auch beobachten kann, was du dann noch auf dem Sofa machst. Ne, mein kleines Baby? Nein. So, Milch hast du, ne? Milch hat schon mal. Manuel ist wirklich so ein Typ, wenn hier immer alles, sobald hier irgendwas angeboten ist, dann muss er anhalten und muss gucken. Ja. Du, da ist das Angebot des Jahrhunderts drin und ich habe das verpasst. Gerade bei Bening auch, da war vorne so ein Tisch mit Sonderangeboten, ne? Alles Quarting. Super Quarting. Da wird er richtig nervös. Ja, bitte übersehe ich da was, wenn da voll das Quarting-Ding drin ist. Aber es war nichts dabei, was ich mache. Du, dann nimm ich mir... Ich möchte meine Nähmaschine haben. Deine Nähmaschine, die ist gar nicht mehr komplett. Weißt du das eigentlich? Die ist komplett. Die steht unten im Schrank. Oben auf dem Dachboden liegen Teile, unten im Schrank liegt was. Ja, dann bist du da ja schon. Hier mit dem Gummistiefel dran. Das sind normale Schuhe, ne? Ja, aber manche nutzen die. Also das ist ja modern. Hast du das schon mal gesehen? Hm. Viele haben das jetzt. Die tragen Gummistiefel, ne? Hm. Gummistiefel und dann Jeans. Hm. Und dann obenrum Etepetete. Naja, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hier für einen Salat mitnehme. Es ist jetzt 19.22 Uhr. Ich habe mich jetzt hier in mein Büro zurückgezogen.
Das ist so echt mein Rückzugsort. Ich mache auch die Tür immer zu, damit ich dann schön meine Ruhe hier habe. Und ich bin hier wirklich sehr, sehr gerne. Gerade auch vom Tag einfach so runterzukommen, weil wir ja auch bei der Arbeit sehr, sehr viel sprechen, reden. Und abends ist man einfach nur platt. Und deswegen ist das für mich totale Entspannung, hier zu sitzen, Videos zu schneiden oder einfach irgendwas anderes im Internet zu machen. Und das ist für mich mein Ruhepol, so nennt man das, glaube ich, ne? Ja, und deswegen werde ich mich jetzt noch ein bisschen ans Schnibbeln machen, gucken, wie weit ich komme. Ich denke mal, so eine Stunde oder so mache ich noch. Habe ich mir doch den Blattsalat geholt, weil die hatten ja nichts mehr anderes. Und da mache ich mir jetzt einfach gleich ein bisschen Gurke noch rein. Und dann habe ich mir hier grüne Oliven mit Frischkäse und Zitrone. Das klang eigentlich ganz gut. Das werde ich mir noch dazwischen mischen. Und ein French Dressing. 8:50. Mein Salat ist fertig. Und dann werde ich mir dann noch ein leckeres Glas Emslandsport gönnen. Und einen Joghurt. Ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Fernsehen brauche ich eigentlich gar nicht. Hauptsache, ich habe meine Kerzen, was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen und mein Handy. Wo ist mein Handy überhaupt? Werde ich mir nämlich jetzt irgendwie noch ein YouTube-Video angucken oder so, weil ich genieße total die Ruhe. Ich mag das gar nicht, wenn das die ganze Zeit da im Hintergrund mit dem Fernseher am Flimmern ist. Weil Manuel ist oben, das muss ich jetzt hier genießen, die Ruhe. Und somit wünsche ich euch auch einen gemütlichen Abend. Ich hoffe, ihr seid von der Grippe verschont geblieben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.